Der Bitterling ist ein Karpfenfisch. Er ist in pflanzenreichen, flachen, langsam fließenden oder stehenden Gewässern mit sandigem oder schlammigem Grund zu finden. Die Bitterlinge sind bei der Fortpflanzung auf Muscheln angewiesen, die denselben Lebensraum bewohnen. Die 6 bis 9 cm großen Fische ernähren sich von Wirbellosen und Algen des Planktons. Der Bitterling ist eine kleine Fischart mit relativ hohem Rücken und halb unterständigem Maul. Den Körper schützen große Schuppen. Die Poren der unvollständigen Seitenlinie sind nur auf den ersten 4 bis 7 Schuppen hinter dem Kopf erkennbar. Den größten Teil des Jahres ist der Rücken grau-grün gefärbt. Seiten und Bauch sind silbrig. Über die Mitte der Seiten zieht sich ein opalisierender Streifen blau-grüner Farbe. In der Laichzeit intensivieren sich die Farben der Männchen. Kehle, Brust und vordere Bauchseite werden rötlich. Rücken und Hinterkörper schillern grün. An zwei Stellen, über den Augen und dem Maul, erscheinen Laichwarzen und hinter dem Kiemendeckel je ein blauer Fleck. Die Laichzeit findet zwischen April und Juni statt. In dieser Zeit wächst dem Weibchen hinter der Afteröffnung eine 5 bis 6 cm lange Legeröhre. Diese hilft dem Weibchen, die Eier in den Kiemenraum großer Süßwassermuscheln abzulegen, wobei jede Muschel nur 1 bis 2 Eier erhält. Die Spermien der Männchen gelangen durch das Atemwasser in den Kiemenraum der Muschel und befruchten dort die Eier. Bis die Larven schwimmen können, bleiben sie vor Feinden weitgehend geschützt in den Muscheln. Auch die Muschel profitiert von diesem Fortpflanzungsverhalten, da sich ihre Larven an die Fische anheften und durch sie verbreitet werden. Bitterlinge leben meist in Flussunterläufen, alten Flussarmen und einigen Seen, wo sie Buchten mit schlammigem Grund aufsuchen, in denen Flussmuscheln oder Teichmuscheln vorkommen. Die Männchen suchen im Frühjahr eine Muschel aus und vertreiben anfangs auch die Weibchen von ihr. Die Anwesenheit von Muscheln löst beim Männchen erst die Umfärbung zum Hochzeitskleid und das Balzverhalten aus. Nähert sich ein geschlechtsreifes Weibchen, beginnen sie, es in einem komplizierten Ritual zu ihrer Muschel zu locken. Schließlich schiebt das Weibchen die Legeröhre in den Kiemenraum der Muschel und legt dort ihre Eier ab. Das Männchen lässt über der Einsaugöffnung des Weichtieres seine Samenflüssigkeit ab, die mit dem Wasser zum Roben gelangt.